So, und damit heiße ich euch herzlich willkommen zurück zu Let's Play Call of Duty Black Ops 2. Ja, im letzten Part waren wir hier in der Mission Achillesschleier stehen geblieben. Und wir wurden, als wir mit Farid gespielt haben, noch und Menendez umlegen wollten, selber getötet. Und jetzt spielen wir mit dem Mason weiter. Und runter. Menendez, dieser Hurensohn-Bild zur Zitadelle. Hauptransport arrangieren. Harper muss zurück zu Obama. Zurück zur Obama. Mehrere Eagles abgeschossen. Fordere sofort Extraktion bei Landezone Sparrow an. Kraken, brauchen den Downlink-Code zur Kontrolle der Drohnen, um Menendez gefangen nehmen zu können. Codes werden auf Ihre Anzeige. Sind Drohnen auf neues Ziel angestellt. Drohnenzielkontrolle. Manuelle Steuerung aktiviert. Tatzungssysteme aktiviert. Aufteilen! Los, nach oben! Die Straße ist eine Todeszone! Nach rechts! Ich übernehme links! Ups! Ist heute nicht so angehittet, irgendwo reinrennen, habe ich das Gefühl. Scorpion Evo. Ups. Schönes Ding, die haben alles weggerotzt. Wir glauben, dass Menendez zur Zitadelle will. Alle verfügbaren Einheiten zu dieser Position. Lokale Position zum Abfangen einnehmen. So, kurz warten. Lokale Position. Brauche Menendez aktuellen Standort. Was schießt damit noch? Feindliche Truppen haben eine Verteidigung. Denk nicht mal dran. Und so. Die Zielperson scheint in dem abgeschossenen Vitol zu sein. Boom. Ich mache jetzt mal kurz was, damit es nicht andauernd eingeblendet wird. Weil ich ja vergesslich bin und Alzheimer hab. So. Was? Die werden stark beschissen? Okay. Ach so, das soll also. Ich dachte eben schon. Schütze mich, Arschloch. Es kommen Quaddrohnen. Wir geben den Quaddrohnen neue Angriffsbefehle. Kraken, ohne die Drohnen haben wir keine Unterstützung beim Vorstoß. Wir stellen ein Eindämmungsteam zusammen. Sie werden sich abseilen und an der Brücke dazu stoßen. Verstanden. Section Ende. Wie im Multiplayer spielen, ey. Gut, so renne ich zwar nicht Multiplayer rum, aber. Kennst du das meinen? So wahnsinnig benehme ich nicht.
Abstimmungsteam seilt sich ab. Oh! Äpfel! Was rennt ihr mir in den Weg? Sir, ein 5-Mann-Team gibt Ihnen jetzt Feuerschutz. Keine Granaten, na, Mann. Ich glaube, das ist auch schon langsam. Nee, halt, nee. Ich wollte schon sagen, das ist, glaube ich, langsam schon eine der letzten Missionen. Aber es gibt noch ein paar dazu davor, bevor das Ende kommt. Wenn das Ende kommt, sage ich euch Bescheid. Oder ich denke mal, ich kann euch Bescheid sagen, wenn das Ende kommt. So, das ist zumindest mal die Vitor. Menendez! Sichert ihn! Er hat gewartet. Deswegen wehrt er sich auch nicht. Wette ich. Danke, David. Streben wir eine neue Welt an. Mhm. Ja, ich glaube echt, der hat wirklich gewartet. Wenn er schon so redet. So, Achillesschleier, CIA Undercover Agent Farid ist tot. SDC verbündet mit USL. US-Militär, Eingreiftruppe komplett. So, und was Neues gibt's nicht. Und ja, gut, dann mache ich die Waffe noch ein bisschen. Muss ich mit der Magazinerweiterung. Und da auch. So, und dann spielen wir jetzt auch einen. Oh ja, Zeit. Zeit haben wir ja immer. Spiel mal die Mission Odysseus. Ja. Dann verhören wir mal. Premier Chan hat versprochen, Chinas Militär zur Unterstützung aller US-Operationen bereitzustellen, um den Cyberangriff abzuwehren. SDC ist erledigt, Minister Petraeus. Amerikas und Chinas vereinte Streitkraft bedeutet den Beginn einer neuen Ära. Und eine, die Sie stolz machen sollte, Admiral. Auf jeden Fall. Sir. Minister. Staatsfeind Nummer 1. Präsidentin Bosworth. Lässt grüßen. Für die Seelen, die an meiner Seite gekämpft und geplant haben, soll ein edles Werk vollendet werden. Schaff diesen Dreckskerl von meinem Flugdeck. Gerne, Sir. Tja, wie ich es gesagt habe, Staatsfeind Nummer 1. Platziert mich mal schnell anerst. Oh Mann. Du willst ja warum? Wie gut, dass du nicht redest. Wir haben viel Zeit. Ich spreche nur mit David Mason. Bring ihn her. Ihm verrate ich alles. David. Identifiziere Mason David. Netzhautscan bestätigt.
tun Sie, was Sie können. Ich bin auf der Brücke. Mach das mal. Hey, das ist mein Aufnahmestuhl. Mein PlayStation-Stuhl ist aber. Auf dem spiele ich immer PlayStation 4. Ich bin diesmal kein Kind mehr. Aber mach ruhig weiter und versuch es nochmal. Wohlstand ist Sünde und wir zahlen dafür. So ein selbstverliebter Scheiß. Hör auf, in Rätseln zu sprechen. Man hat sie mir genommen. Weißt du, wie sich das anfühlt? Seine Schwester. Das Lagerhaus wurde abgefackelt. Wegen der Versicherung. $11,000. Mehr war sie für sie nicht mehr. Sie war der Grund für mich zu leben. Aber was ist mit dir, David? Was treibt dich an? Ich etwa? Einstein hielt die ökonomische Anarchie des Kapitalismus für die Ursache des Unglücks. Dein Vater und seine Leute nahmen mir Josefina. Wes, tu Papa está muerto. Dein Vater ist tot. Und diese Leute... am Ende. Was gibt's, Admiral Briggs? Ja, mein Problem. Ein Passagierflugzeug dringt in den Luftraum der Obama ein. Moment, was ist das? Sind das Vögel? Ich messe und spreche ungleiches Recht über ein barbarisches. Okay. Wir werden angegriffen. Wir werden angegriffen! Da sind hunderte von ihnen. Der Kamerastream aus dem Verhörraum wurde gerade unterbrochen. Menendez sichern. Es sind wahrscheinlich ein Haufen Hunterkiller drin. Wenn er zuckt, wird er erschossen. Verstanden? Die Obama wird angegriffen. Niemand darf diesen Raum verlassen. Aber lass deine Waffe fallen, sonst töte ich deinen Freund. Ich gebe dir genau 5 Sekunden. Wie konntest du? Und noch eins über ihr warten. Ist richtig. Menendez ist entkommen. Was? Die Söldner haben einen groß angelegten Gleiterangriff auf die Obama gestartet. Mit Tarntechnologie. Wir haben nicht alle von ihnen erwischt. Sie nehmen das Schiff auseinander. Wir brauchen die Geschütze aus der Waffenkammer. Sie haben Menendez Sicherheitspersonal getötet. Nimm was du brauchst. Ja, ich nehme schon mal einen Taser-Schlagring. Menendez hat das nicht alleine arrangiert. Wir haben einen Maulwurf. Die Experten, den Sniper nehme ich ernst, bestimmt nicht. Zunächst müssten wir die Kontrolle über die Obama zurückerlangen. Die hatte ich, glaube ich. Und die. Genau. Bereit? Los! Komm schon! Die automatischen Sicherheitssysteme der Obama sind jetzt in feindlicher Hand. Wo steckt Briggs? Im Serverraum, auf dem unteren Deck. Tja, das war das Geschütz mal. Auf den Treppen! Aua! Aua! Ich glaube, die haben auch Pumpguns. Ja, wahrscheinlich. Ich höre irgendwas, dass sie viel gehen, aber ich bin einfach müde und ich weiß nicht warum. Bereit? Los! Komm schon! Sicherheitssysteme der Obama sind jetzt in feindlicher Hand. Das Geschütz wird im Arsch. Im Serverraum, auf den unteren Decks. Auf den Treppen! In Deckung!
Lasst mich in Ruhe. Ich will nicht sterben. Noch nicht. Den Typen hoffentlich wieder kotzen lassen. Ah, den bestimmt. Nö, den auch nicht. Normalerweise kotzen die ja. Ab und zu. Zumindest. So, die Geschütze müssen jetzt gleich wieder auf mich reagieren. Oder auf uns. Wo noch? Da sind noch welche am Leben. Der lebt noch. Da leben noch welche. Noch mehr? Gut. So, ich will Zugriff. Komm schon! Der Tollterminal auf der Brücke ist gesperrt. Wir müssen uns vom Serverraum aus Zugriff verschaffen. Ich habe schon Revolution gesehen, die schneller werden kann. Es gibt eine Menge Schritte voraus. Wir müssen ihn finden. Gehen Sie zum Sicherheitsraum. Die Techniker sollen das Kamerabild wiederherstellen. Bin auf dem Weg! Boah, Sniper-Skills, ey. Auch wenn es halber gesprayt ist, aber trotzdem Sniper-Skills hier. Weg mit dir und weg mit dir. Sonst noch mal was. Weg mit dir. Weg mit dir. Ich werde mal langsam mich weiter begeben. Ja, ich darf mich weiter begeben. Alles klar und tschüss. Guck mal, wie er weiterkommt. Das will ich jetzt sehen. Oh, ich dachte, er legt hier um. So. Hehehe, der ist schön die Treppe runter. Hat den schön weggefetzt. Finde ich. Schutz. So. Ich lade noch nach und muss einen Cut machen, sagt mein Timer. Also, wie immer, wenn es gefallen hat, Daumen nach oben, Favo, Kommi, Abo, egal was.
Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.